Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom SI Talk. Kurz vorm Feiertag. In Deutschland ist ja morgen, soweit ich weiß, Vatertag. Bei uns in Österreich erst in 2 Wochen. Ich glaube, Sonntag in 2 Wochen. Ja, für alle Väter wünsche ich morgen gleich einen angenehmen Tag. Ich werde selber wahrscheinlich im Büro sein, auch wenn wir Feiertag haben. Läuft doch die Börse weiter. Und es ist so, dass ich ja nächste Woche nicht da bin, denn nächste Woche bin ich in Vancouver auf der Canadian Investor Conference. Da sind nicht nur Rohstoffunternehmen, sondern auch einige Technologieunternehmen. Und wir werden einmal sehen, was so Neues gibt am Markt. Bevor wir uns zu den Titeln kommen, die wir gestern gekauft haben, noch ein kleiner Ausflug zu unseren Standardsachen, die wir uns anschauen. Einerseits einmal Gold. Da habe ich mich leider gestern nicht geirrt. Ich hätte mich viel lieber geirrt. Sie wissen, ich habe gesagt, es läuft einen Trichter aus und schaut so aus, wie wollen wir nach unten ausbrechen. Das ist leider passiert. Zum Glück, und das ist das Positive, ist die Dynamik noch nicht wirklich berauschend, aber es schaut eindeutig danach aus, dass wir hier mehr oder weniger in einen neuen Abwärtskanal reingeschlittert sind und den nützen wir scheinbar in der vollen Breite aus. Kursziel könnte hier liegen bei diesen 11,85 und vielleicht sogar weiterhin hinaus. Haben wir das letztes Mal ja schon gesprochen. Ja, Grund wird zwar einigermaßen, also warum, was wird gesehen aus Grund für diese Bewegung, da wird vor allem der Dollar ins Spiel gebracht, der Dollar fällt. Für uns positiv, alle die US-Investments haben, kanadische Investments ist positiv, weil dadurch der Kanto-Dollar, US-Dollar stärker wird, der Euro wird schwächer, dadurch werden unsere Positionen werthaltiger. Das heißt, wenn der Dollar hier 3% verliert oder 2,5% verliert, dann ist das für uns ein Gewinn automatisch von 2,5%. Wir haben über das Thema auch schon gesprochen, für mich ist klar, eine Trendwende kommt. Beispiel EZB wird aggressiv in der Politik, wir werden das im Juni sehen bei der EZB-Sitzung und die Fed wird restriktiver in deren Politik, was nichts anderes bedeutet, dass die Währung natürlich switchen, das heißt die Schwäche, was wir hier gehabt haben im US-Dollar, die von 1,20 auf 1,40 gegangen hat, wird sich umkehren und wir werden sich wahrscheinlich irgendwo in diesem Dreh von 1,28, 1,30 in den nächsten 6 bis 12 Monaten, 15 Monaten, vielleicht so vor allem auch wieder auf die 1,20 runter einpendeln. Das ist gut für die Wirtschaft und damit ist es auch gut für uns. Es ist gut für unsere US- und Kanto-Dollar-Positionen. Aber das wird halt sehr viel aus Grund angeführt, warum das Gold schwächer ist. Nur da muss ich mir fragen, in den letzten 2 Jahren, wo halt der Dollar sehr schwach ist, aber Gold auch nicht wirklich gestiegen. Also ist dieses Argument eher ein schwaches. DAX ist auf dem Weg nach oben, heute wieder ein neues All-Time-High gemacht. Die Luft wird natürlich dort dünn und eines darf man auch nicht absehen, hier das Umsatzvolumen ist noch relativ schwach. Das heißt, der Ausbruch ist hier mit schwachem Umsatzvolumen erfolgt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich gehe sowieso davon aus, dass wir jetzt hier wahrscheinlich so einmal Kehrtwende machen, runtergehen auf die 9,7, vielleicht sogar auf die 9,6 und dann sich wieder nach oben bewegen. Das ist jetzt ein Hin und Her. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist, wir erklimmen ein neues Plateau. Wir haben hier mal konsolidiert. So ein Move werden wir jetzt mal nicht zu schnell sehen, das heißt, dass wir mal 2000 Punkte machen in 6 Monaten, das glaube ich nicht. Vielleicht 500 Punkte bis 10.500 und dass man sie bis Jahresende zwischen der 9,6 und 10.500, vielleicht 10.800 nach oben bewegen. Das war ja ungefähr auch meine Prognose zu unserem Jahresendgespräch, was wir immer haben mit mehreren Börsenbriefen zu unserer Jahresendkonferenz. Gestern ist mir auch noch ein interessantes Dokument zugespielt worden von Raymond James. Ich glaube schon, dass das Raymond James ist. Das ist ein Research Report von Clarios Securities. Relativ interessant. Solche Research Reports kriegt man sehr selten. Man kriegt es eigentlich und sind eigentlich nicht der Öffentlichkeit bestimmt. Aber die Company, also ich habe es zugespielt bekommen von einem kanadischen Unternehmen, das in Afrika tätig ist, und zwar Douglas McRae, früher PMI Gold, jetzt Asante. Und dort wurden vor allem die Projekte getestet, welche
Kosten das die haben. Und Sie sehen es hier, hier ist relativ klein, aber wir haben da jetzt nur ein bisschen größer aufgeschlüsselt. Hier haben wir jetzt nochmal die Total Cash Cost. Die Total Cash Cost, lassen Sie mich von den Total Cash Cost nicht verwirren. Die Total Cash Cost sind für mich, so werde ich sagen kann, eigentlich uninteressant. Das sind die reinen Produktionskosten, kann man sagen, die direkt zuordnenbaren Kosten für die Minen, für den Minenbetrieb. Da habe ich aber nichts erfahren, wenn mein Overhead, meine Absicherungskosten, meine Capex-Kosten so hoch sind. Deswegen zählen für mich nur eigentlich die All-In-Kosten. Aber interessant ist, hier sind halt die Companies, die in Afrika Minen betreiben. Die Minen sind auch einzeln aufgeführt. Ich kann Ihnen leider den Link nicht schicken, weil es eigentlich das ja nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist. Aber man sieht halt, ja, alle könnten da mit diesem Goldpreis leben. Und was wichtig ist, 2014 sind die Kosten gesunken gegenüber 2013. Teilweise 10, teilweise 17%. Manche Minen haben auch zugelegt, die aber sehr niedrig produziert haben und so weiter. So, aber für mich sind diese All-In-Kosten ohne CapEx sind für mich sehr interessant. CapEx ist das eine, deswegen rechne ich lieber ohne die CapEx-Kosten, weil CapEx, die muss ich sowieso irgendwo finanzieren. Also die Entwicklungskosten, die Projektkosten, dass ich die Minenerschließungskosten überhaupt einmal, die muss ich vorab finanzieren. Aber ohne diese CapEx-Kosten sehen wir, dass manche Minen wirklich ein Problem haben. Avocet zum Beispiel hat erwartet für 2014 All-In-Side-Cost ohne CapEx-Cost von 1300. Golden Star 1200. Goldfields 1131. Das meiste ist so, das Schöne ist, man sieht, wie stark, dass die teilweise an die Kosten auch gearbeitet haben. Der Durchschnitt ist minus 5%, aber es gibt Minen, die ihre Kosten um minus 25% gesenkt haben oder 26% gesenkt haben. Das ist extrem viel wert. Schlimmer schaut es noch aus, wenn man sich die All-In-Kost inklusive CapEx anschauen. Also, okay, inklusive CapEx ist hier zum Beispiel Avocet, Sie sehen, das ist unverändert, weil die keine CapEx-Kosten mehr aufwenden. Aber jetzt schauen wir sich noch diese All-In-Company-Kosts an, das inkludiert alles. Und da wird es eigentlich schon relativ schlimm. Man sieht zum Beispiel, Avocet hat durchschnittlich 1574. IAM Gold bei ihrer australischen Mine, afrikanischen Mine. Es betrifft nur Afrika-Minen. Also IAM Gold hat die anderen Minen ja auch noch, die betrifft es nicht, sondern nur die Afrika-Minen. 1570, Baro 1500, Gold für 1400, Goldstar 1300. Und da sieht man eigentlich, dass bis auf Resolute Mining oder ab Resolute Mining diese Companies einen Profit eigentlich machen. Die haben auch teilweise ihre Kosten massiv senken können. Also wir haben hier Semafo, unser alten Musterdepotwert, Kinross, Resolute Mining haben wir schon mal vorgestellt. Die alle machen jetzt Gewinn, wenn man alle Kosten, und zwar All-In-Cash-Cost, das wird hier bringen, sind Total-Cash-Cost, Sustaining-Capex, Projekt-Capex und Corporate-Cost. Und das ist eigentlich schon, muss man schon fast sagen, erschreckend. Sie sind deutlich nach unten gegangen, aber man hat da hier noch wirklich Potenzial. Und das muss auch noch gehoben werden. Und 2014 müssen die Companies da massiv daran arbeiten, dass sie 2015 wirklich mit einem Goldpreis arbeiten können, der bei 1300, 1400 dort massiv mit Gewinn arbeiten können. Meine andere Companies haben das super hinbekommen. Endeavour Mining, 33% ihre Kosten gesenkt. Semafo 24% gesenkt, auf African Barrick Gold 23% gesenkt, Bandro Corp, das hängt vor allem mit den CapEx-Kosten zusammen, die 2013 um 55% gesenkt, aber da ist noch Potenzial drin, da ist noch Luft drin. Also hier ganz spannend, ganz eine gute Studie und das zeigt natürlich auch, wo die tatsächlichen Kosten sind und wo auch irgendwo auch einmal das Ende des Goldpreises ist. Der Goldpreis kann nicht lange unter 1000 Dollar bleiben, weil dann können alle diese Minen zusperren. Da fällt der Produktion weg, die ist unglaublich. Also damit würde man unterstellen, es wird kein Gold mehr gebraucht und Gold ist eigentlich das Wertloseste vom Wertlosen. Das wird nicht passieren. Deswegen sollte der Markt auf 1000 fallen,
dann muss man eigentlich Gold kaufen. Vor allem physisch, aber auch vor allem die Minen. So, das war nur so ein Zwischenstep. Gestern gekauft, Tesla bei 210,88 ist durchgeführt worden. Hier nochmal der Chart, beide Linien habe ich jetzt einmal eingezeichnet, beide Linien sind übertroffen worden. Ich gehe davon aus, dass wir hier in diese Richtung weiterlaufen. Was auch ausgeführt worden ist, ist Pacific Ethanol. Das Limit wurde zweimal getriggert, also sogar auf 13,04 war es hier unten. Beide so, dass sind ausgeführt worden. Deswegen haben wir die jetzt im Musterdepot. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen, ist ganz klar, überhaupt Musterdepotwerte liegen stärker im Fokus. Und ja, ich hoffe, vielleicht kriege ich auch in Kiel Schäfer ran in Vancouver und wir werden hoffentlich wieder ein Interview machen können, wo wir vielleicht auch auf die Pacific Ethanol eingehen werden. Das war's schon wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Genießen Sie es. All diejenigen, die verlängert Wochenende haben, genießen Sie den Kursurlaub. Nächste Woche bin ich nicht da, aber ich werde wahrscheinlich am Freitag noch eine Ausgabe machen oder vielleicht sogar morgen. Und ja, viel Erfolg, viel Vergnügen. Bis demnächst. Tschüss.